Genau. Ich schau mal eben. Bitte lass da nichts sein. Natürlich ist alles drin. Na super. Nein. Nur die Sterne, aber trotzdem ist das kacke. Ich hasse es. Weil das ist ein längeres Level, glaube ich. It's about time. Wobei, so schwer war der gar nicht echt, ne? War doch da. War doch irgendwie da, so. So, das Blöde am ersten daran ist, dass daran das. Also wir haben zumindest den Dings. Das ist ja schon mal etwas. Das heißt, sobald wir den nächsten Stern finden, ist ja alles wunderbar. Dann wissen wir ja zumindest schon mal, wo wir dann den anderen suchen müssen. Danach oder davor. Oh, oh. So. Alter, willst du mal weggehen? Danke. So. Schade. Wäre witzig gewesen. Ich will da jetzt nicht unbedingt runterspringen, aber ich weiß nicht, ob man das hier machen können. Man muss ja echt verdammt vorsichtig sein mit diesen Scheißdingern hier. Will... Hey, what the fuck? Ich war noch nicht mal ganz unten. Alter, will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Ach, Mann. Los! Ich rush jetzt durch. Volle Kanne. Mitten in die Fresse rein. Ja, das war durchgerusht. Muss ich auch so sagen. Ist einfach so. Ja, das war alles geplant. Weißt du ja schon bestimmt. Ich werde, glaube ich, jetzt auch mal versuchen, da hinten runter zu springen. Hier hinten auf die Röhre. Voll an die Wand. Also, jetzt einmal. Einfach nur versuchen, hier vorbei zu rennen. Ja, das bringt doch gar nichts irgendwie. Diese. Ohne Scheiß, ich find's dumm, da echt so viele. Leere Coinblocks. Also, leere Fragezeichenblöcke. Hä? Okay, da kann man nicht draufstehen, alles klar. Man muss ja alles ausprobieren, ne? Man kann ja nie wissen. Oh, das war ja super, das Geschenk ist voll ins Nichts geflogen. So. Weil ich weiß nicht, wie gesagt, die Münzen, ich weiß auch nicht. Du kriegst so viele... Na, scheiße. Ja, einfach hier hoch, scheiß drauf. Du kriegst so verdammt viele Münzen. Also wenn du... Ah, deswegen, okay. Ist einfach so, ne? Du kriegst halt wirklich durch deine ganzen, durch diese, wie heißt es? Los. Nichts, schade. Halt, wenn du hier immer in diesen Dings kommst, so wie heißt es, habe ich vergessen. Ja, wunderbar. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nee, zum einen der Goldzug, da kriegst du ordentlich Level. Gut, der ist nur einmal da. Dann kommt öfter mal hier das, dieses komische Glücksspielgedöns. Und ansonsten kriegst du auch genug Münzen. Deswegen, ich weiß nicht, das muss man echt nicht machen, so viele Münzen da zu machen. Kann man echt mal mehr, ja. Muss auch nicht sagen, mehr Power-Ups, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß nicht, wo die ganzen Sterne sein sollen. Du darfst, überspringen.
Ups, wollte ich nicht. Ich wollte hoch. Oh, Zelda. Ich wusste gar nicht, dass Zelda Mario spielt. Naja. Ich kenne seinen Bewegungsablauf nicht mehr. Deswegen... Alles klar, hier war er auf jeden Fall. Und da hat er mich erwischt. Dann weiß ich schon mal da Bescheid. Ach nein. Oh. Entschuldigung. Ja, gut. Man sollte vielleicht nicht getroffen werden. Na komm. Wir haben noch Luigi, wir können noch hochspringen. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Sterne sein sollen. Sind die echt alle erst da hinten? Ich meine, das macht irgendwie, meiner Meinung nach. Naja, Sinn. Was macht schon Sinn? Nee, aber ist schon relativ spät, muss ich sagen. Finde ich persönlich. Dass die erst da hinten wirklich beim Turm von Bowser sind, das kann ich mir irgendwie. Naja. Schwer. Schwer zu belieben, aber okay. Wollen wir mal gucken. Kann ja sein. Aber dann müssten sie irgendwo sein, wo man sie eigentlich sehen kann. Und dann hätte ich sie mir eigentlich versucht, auf jeden Fall zu holen. So, los. Dann wollen wir mal versuchen. Ach da, okay, das eine habe ich gerade gesehen, da ist ein Stern-Dings zum Münzen sammeln. Und dann kann man da auf jeden Fall gucken, ob das, so, mach hin. Da kann man da auf jeden Fall gucken, ob das Ding, wie heißt es? Mann, ich wollte eigentlich da hoch. Da kann man auf jeden Fall da gucken, ob das der erste Dings ist. Der erste Stern ist, den ich verplant habe. Nicht verplant, aber noch nicht eingesammelt habe. Nein, das ist der dritte Stern. Ihr wollt mich flachsen, oder? Das war richtig scheiße. Einmal eben zur Karte. Ich meine, ohne Scheiß. Nehmen wir einen anderen, und zwar... Oh, Sonja. Ist in Ordnung. Ja, ja. Danke. Danke. Ja, ja, ja. Hm, ja, das ist ein Turm. Schön. Wo? Sag an, Kollege. Wo? Ich kann's nicht sagen. Hier leuchtet's nicht, hier macht gar nichts. Nichts ist hier. Ich begreif's nicht. So. Das ist irgendwie komisch. Hm. Ich weiß es gerade echt nicht, wo das sein könnte. Nein. Oder muss ich hier alle Gegner töten? Das kann natürlich auch sein. Das sind halt wirklich auch Sachen, wo man echt mal gucken muss, ob das vielleicht sein könnte. So, weil ich bin ja hier durchgerusht einfach nur. Die letzten Male. Wer weiß, vielleicht muss ich ja noch drei Gegner erledigen. Oder auch mehr. Da unten. Ah, okay, das ist schon mal Numero Uno. Wunderbar. Wie komme ich hier wieder hoch? Ach, okay, danke. Ich dachte schon, wie komme ich jetzt hoch? Muss ich meine Katze benutzen? Beziehungsweise an die habe ich gerade gar nicht gedacht. Ich könnte ja auch...
versuchen, die Musik ein bisschen leiser zu machen und dann einfach nach dem Glitzer zu hören. Oder, hier kann ich mir gut vorstellen, wo das ist. Oder was es ist. Da muss ich bestimmt alle der Dings von einer, vom Riesenrad sozusagen, stoßen. Und zwar töten. Das heißt, alle in die Richtung am besten. Dann wollen wir mal gucken. Also, das ist 100 Pro. Also, da muss da... Ja. So. Ja. Yep. Und genau, natürlich. Natürlich. So, okay. War ja nicht so schwer dann. Vor allem hier kriegst du einfach so easy eine Katze. Einmal da unten hast du einen Pilz, wenn du, also wenn du ganz klein bist, kriegst du unten einen Pilz und oben die Katze. Also so einfach, so einfach. Insofern. Und die Dinger machen ja keinen Schaden, die schießen dich nur runter und töten dich direkt. Also, wenn überhaupt. So. Dann wollen wir nur noch versuchen, da entspannt hochzukommen. Wirklich entspannt, also die sterben und... Ja, aber 1,30 ist doch schon ganz gut. 1,45 habe ich für eine Woche. Also wenn ich eine Stunde 45 aufnehme, habe ich Folgen für eine Woche. Also 7 Folgen. Und das ist auf jeden Fall das, was ich eigentlich immer gerne haben möchte. Da ich dann... Ja, sicher bin, weil... Naja. Diese Folgen, diese Projekte hier sind halt, finde ich persönlich, nicht so gut zum kurz mal spielen geeignet. Ich möchte schon irgendwie... Ich bin einer, der möchte immer irgendwie dann irgendwas Festes haben, ne? Also zum Beispiel hier ist es dann so eine komplette Welt. Möchte ich gerne dann haben, durchhaben. Bei Witcher, also allgemein bei Rollenspielen ist es ja so, dass man, dass ich gerne, oder ich mich erstmal, sag ich mal, einspielen muss, so. Erstmal wieder reinspielen muss, bevor ich sozusagen ja, wie gesagt, brauche ich ein bisschen Einspielzeit und das, wo bin ich? Da hinten bin ich, gut. Ne, ist halt so. Nein. So. So. Ein Pilz. Total nutzlos. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder ein Spiel, was man einfach so zwischendurch... Also es gibt eigentlich relativ wenig Spiele, die du sozusagen einfach zwischendurch zocken kannst. Aber es gibt halt welche. Und wenn ich die mal wieder zocke, als Let's Play, dann... Oder so eins mal wieder zocke, dann kann man das halt auch mal wieder in der Woche zwischendurch mal spielen. Das ist immer sehr schön. Und ja, da habe ich dann auch nicht so die, sag ich mal, Probleme mit Folgen, weil ich dann halt wirklich scheiße. Naja, wie gesagt, Alter, auch am auch in der Woche aufnehme. Man wird hier so zugeballert mit oh Mann. Naja, so. Ich habe auch bald... Ja. Ich bin auch bald durch mit Schule, das heißt... Also... Ja, war gut, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich bin. So. Meine Nase juckt gerade, aber ich kann gerade nichts machen. Das ist natürlich doof, aber... nee. Ja, entspann dich doch. Im April habe ich meinen letzten Schultag. Am 11. April ist mein letzter Schultag. Und dann kann ich auch wieder ein bisschen, also dann muss ich nur noch für die Prüfung lernen und so. Und trainieren, weil ich Sportprofi bin und dementsprechend Sportprüfung mache.
Naja. Und dann, naja, bin ich halt soweit durch und kann da halt auch öfter aufnehmen und dann geht das auch wieder. Und mal gucken. Jetzt im Moment ist es halt ein bisschen hektisch und so. Deswegen. Boots! Wunderschön. So, brauchen wir das? Ja, brauchen wir, weil ich nicht überspringen kann. Stimmt, das Level ist ja eigentlich noch gar nicht vorbei, oder? Ich muss ja noch weiterlaufen, glaube ich. Weil, oh, ist eine Zwischensequenz, deswegen. Oh, wunderschön. 100 Sekunden mehr. Und noch höher, meine Fresse. Das ist nicht wunderschön hier. So. Ja, hey. Was wollt ihr von mir, hä? So. Hey! So, gleich könnt ihr natürlich nochmal weitere 5 Minuten, oder jetzt könnt ihr natürlich noch 5 Minuten lang, ja, aufschieben. Da ich noch, weil ich dann bei 1,45 bin, das heißt genau 7 Folgen mit 15 Minuten Folgen, aber mal gucken. Dann wären es halt ein paar weniger. Ein paar Minuten weniger. So um die 12 Minuten dann ungefähr. Oder muss ich jetzt die Dings mir mal angucken? Das natürlich, ja, ich drücke. Also. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ist gerade nämlich laut. Also, das ist A, B, Y, X, Plus, Minus, Steuerkreuz, Dings, Touchen, bringt gar nichts. Das heißt, wir müssen uns das mal angucken. Ich packe so lange mein Dings mal auf die Ladestation. Ja, was soll ich sagen, ne? Warten wir ein bisschen. Und da quietscht mein Meerschweinchen. Alter, chill dein Leben. Klar? Danke. So, wie spät haben wir es denn? Ich guck mal auf meinen iPod. 23:21. Sehr schön. Ich muss mir gleich so unbedingt was zu trinken holen, Alter. Ja, Leute, das ist. Ich hab so Durst. Charles Martinet. Ja. Klar. So. Ich find's irgendwie faszinierend, dass der Toad, der bei den Mario-Spielen jetzt als spielbarer Charakter verwendet wird, dass der, oh, wir sind schon durch, dass der immer blauen, dass der blaue ist. Ich meine, der Standard-Tod ist eigentlich rot. Der ist eigentlich ein Giftpilz, ein Fliegenpilz, ne? Und warum machen, ich weiß nicht, scheinbar wurde der blaue, finden viele Leute den blauen einfach besser oder schöner oder was weiß ich. Aber, weiß ich auch nicht. Irgendwie, war rein theoretisch. Naja. Da sind wir durch. Ich würde sagen, wir beenden auch sogar hier. Und machen dann in der nächsten Folge in der Blumenwelt? Das ist die Blumenwelt? Ich guck mal eben. Ja, hier ist mein anderer. Wunderschön. Noch gar nichts. 21 Leben. Super, ne? Und viel mehr verlorene Versuche. Ist das nicht geil? Dabei habe ich da viel weniger gespielt. Mann, naja gut, hier kenne ich auch schon ein bisschen. 3 Sterne. Dings. Hier habe ich 1 Stern, mein Gott. Aber fangen wir neu an, oder? Wir fangen jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Super Mario 3D World. Nein, natürlich nicht. Welt 1. Also wir machen dann in der nächsten Welt weiter. Ich hab... Ach, ich geh rein. Scheiß drauf.
mach ich alles zum Zeitaufschieben. Ah, wir sind bei 1:43. Ich schaff das noch. Ja. Psst, aber nicht mehr weiter sagen. Dann werden wir hier mit der raketisch fliegen, was wir ja schon machen. Und dann sind wir in der, ich weiß nicht, welche Welt. Sternwelt, glaube ich, oder? Stern? Stern? Ist das Stern? Ja, Stern, Sternwelt. Gehen wir auf die Karte und drücken auf das Ding hier und gucken mal an, was wir hier brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder 7. Alter Schwede. Das ist ja echt, ist wirklich viel, muss ich sagen. 7 Stück. Dann sind das hier nur 3. Und hier 1, 2, 3, 4. Ich weiß noch nicht, wie ich da Welt 3 machen soll. Muss ich gucken. Ob ich das irgendwie hinkriege, ob ich da irgendwie Tipps kriege. Ist heftig. Ist wirklich heftig. Das wird das Schwierigste, glaube ich, sein. Also durchkommen durchs Level selber ist eigentlich nicht so schwer. Aber man muss halt wirklich die ganzen Dings machen hier. Die ganzen Feuer anmachen und das ist einfach kacke, weil du einfach... Da passt gerade die Musik schön zu. Naja, gut, dann würde ich sagen, beende ich hier oben auf diesem, ich weiß nicht, was es sein soll, Wasser im Himmel oder im nicht mehr im Himmel, im Weltall Wasser von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder. Und ja, dann würde ich sagen, das war's, ne? Bis dann. Tschaußen.